Suchst du mehr als eine gute Unterkunft? Möchtest du nicht nur biblische Stätten besuchen, sondern auch Menschen kennenlernen und erleben, was Gott heute hier in seinem Land tut? Dann bist du bei uns genau richtig. Das Betelika ist kein gewöhnliches Hotel. Es ist ein Haus der Begegnung. Mitten in der Provinz Bethlehem liegt unser Gästehaus in einer schönen grünen Oase. Unsere Zimmer bieten allen Komfort und eine angenehme Atmosphäre. Hier kommen alle auf ihre Kosten, egal ob Einzelreisende, Familien oder Gruppen. Bei uns wird immer lecker und vor allem frisch gekocht. Genieße unsere orientalische und internationale Küche und lass dich von unseren ganz besonderen Spezialitäten verwöhnen. Wir laden dich ein, mit uns gemeinsam einen Gottesdienst zu feiern. Besuche Gemeinden in der Provinz Bethlehem. Entdecke die lebendigen Steine in unserem Land und höre, was einheimische Pastoren und Leiter christlicher Organisationen über ihren Dienst zu erzählen haben. Gerne berichten wir auch über die besondere Geschichte des Betelika und über die verschiedenen Arbeitsbereiche hier in unserem Zentrum. Vormittags kannst du die Stille in unserem schönen Garten genießen. Unter dem Feigenbaum ist der ideale Ort, um sich auszuruhen. Und am Nachmittag triffst du hier Leute, die uns ganz besonders am Herzen liegen. Familien aus der ganzen Umgebung verbringen ihre Freizeit bei uns. Die Kinder spielen, die Eltern genießen die schattigen Ecken im Garten. Man kommt sehr leicht mit den Menschen ins Gespräch. Auch in dem Café unserer Friedensarche, einem großen Innenspielplatz, kann man kleine Mahlzeiten genießen und Kontakt zu Einheimischen bekommen. Auf unserem Sportplatz ist fast immer etwas los. Hier können auch unsere Gäste mitmachen und sich so richtig austoben. Ein Fitnesscenter ist geplant und ein Allwetterbad befindet sich im Bau. Für junge Leute ist unser Jugendzentrum genau das Richtige. Unsere große Terrasse bietet einen wunderschönen Blick auf Bethlehem. Die gemütliche Lobby lädt dazu ein, bei einem Gläschen Wein den Tag ausklingen zu lassen. Gerne organisieren wir für euch eine Führung mit einem deutschsprachigen Guide zu verschiedenen biblischen Stätten in unserer Umgebung. Die Geburtskirche zum Beispiel ist nur 2 Kilometer von Betelika entfernt. Und auch zu den Hirtenfeldern ist es nicht weit. Ein anderes schönes Ausflugsziel ist das Herodion in der judäischen Wüste. Und in das nur 7 Kilometer entfernte Jerusalem kann man gut mit öffentlichen Bussen fahren. Das Betelika kenne ich seit 2005. Da war ich zum ersten Mal hier. Es war alles noch viel kleiner. Und ich bin erstaunt, was Gott hier gemacht hat, wie es gewachsen ist. Und meine Idee war, dass unsere Jugendlichen auch Kontakt bekommen mit den palästinensischen Jugendlichen. Und ich war fasziniert, dass sie gestern Abend zusammen Fußball gespielt haben, dass Kontakte entstehen, dass Verständnis füreinander wächst und dass man einfach die Situation kennenlernt, besser dafür beten kann. Man spürt einfach, wenn man hier ist, die Gegenwart Gottes in diesem Haus, den Frieden, der von Jesus ausgeht. Und wir sind gerne hier. Als ehemaliger Geschäftsführer der DMG kenne ich Johnny und Marlene Schachwan seit 1991. Mit großem Interesse habe ich die Entwicklung der Arbeit in Beit Shalah begleitet. Seit dem Bestehen des Gästehauses benutzen wir gerne die Möglichkeit, auch dort mit unseren Gruppen zu übernachten. Die gepflegte Atmosphäre, die gute Versorgung wird von unseren deutschen Reiseteilnehmern sehr gerne angenommen. Sei unser Gast und fühl dich im Betelika ganz wie zu Hause. Unser Haus ist mehr als ein Hotel. Es ist ein Haus der Begegnung. Hier kannst du Menschen treffen und Gott begegnen.